Uganda liegt in Ostafrika und hat 35 Millionen Einwohner. Die Landessprache ist Englisch und 60% der Bevölkerung ist unter 18 Jahre, somit eine junge Generation. Kampala ist die Hauptstadt des Landes und die einzig große Stadt. Chosen Generation wurde 2001 von Regine Schweizer und Emmanuel Kakaire gegründet, geleitet von einem Team gemeinsam mit ehemaligen Straßenkindern. Zum einen kümmern wir uns um Straßenkinder in Kampala. Wir haben ein Kinderhaus und durch Schulpatenschaften ermöglichen wir ihnen eine neue Zukunft. Und natürlich verkündigen wir die gute und frohe Botschaft von Jesus Christus. Chosen Generation heißt übersetzt Gottes erwählte Generation und der Name entstand aus einer ersten Gruppe ehemaliger Straßenjugendlicher, die wir ins Kinderhaus aufnahmen. Zum anderen helfen wir alleinstehende und verwitwete Frauen aus dem ehemaligen Bürgerkriegsgebiet im Norden des Landes. Der Nil trennt den Süden von dem Norden. Man sagt, wer den Nil überquert, kommt immer wieder nach Uganda. Im Norden wird eine andere Sprache gesprochen, die Mentalität der Leute ist anders und es ist, wie wenn man in ein anderes Land kommt. Es herrschte ein schrecklicher Bürgerkrieg im Norden des Landes. Fast 20 Jahre lebten die Menschen in Flüchtlingslagern und es starben Hunderttausende. Kinder wurden entführt und zum Töten gezwungen. Frauen misshandelt. Furcht, Angst und Lagerleben prägte den Norden. Heute ist es hier friedlich. Der Wiederaufbau hat begonnen. In den Dörfern kämpfen Witwen und alleinstehende Frauen mit ihren Kindern ums Überleben. Die meisten können nicht lesen und schreiben, haben keine Möglichkeit auf ein eigenes Einkommen. Durch die Möglichkeit einer kostenlosen praktischen Ausbildung zur Näherin verhelfen wir ihnen in die Selbstständigkeit, um sich und ihre Kinder zu versorgen. Happiness Day, Happiness Day. May the Lord bless you. Ebenso dienen wir den Frauen geistlich durch seelsorgerliche Gespräche, Wort Gottes, Gebet und das Verstehen, dass Gott sie liebt und nicht vergessen hat, was in eine ganzheitliche Heilung hineinführt. Mit einfachsten Mitteln führten wir schon zwei, fast drei Nähkurse mit großem Erfolg auf der Veranda dieses Hauses durch. Pastor Bonnie, ein treuer Mann Gottes, leitet diese Arbeit hier im Norden mit einem Team zusammen. Voller Freude loben und preisen wir Gott über das, wie er ist und was er getan hat. Ein afrikanischer Lobpreis ist voller Leben und Enthusiasmus. Während die Maschinen zusammengebaut werden, erzählen wir das Evangelium, beten für Kranke und erzählen, was Jesus in unserem Leben getan hat. Das Evangelium hat Kraft und ist ein Liebesbeweis Gottes an die Menschheit. Wer sucht, der wird ihn finden.
Gott heilt Geist, Seele und Leib, auch heute noch. Bis das Essen fertig ist, verbindet John die Wunden. Wir machen Spiele und Groß und Klein hat Freude. In diesen Dörfern gibt es kein fließend Wasser und auch keinen Strom. Daher dient diese Vorrichtung hier zum Händewaschen. Das Wasser kommt aus einem weit entfernten Brunnen. Ungefähr 35 Minuten läuft man mit einem Kanister. Das Essen schmeckt prima. Der Nähkurs geht über 9 Monate und beinhaltet Theorie, Bedienen der Maschine, Zuschneiden der Stoffe und das Anfertigen verschiedener Kleidungsstücke. Gott ist so gut. Die Schülerinnen erleben Gottes Liebe und Eingreifen in ihr Leben. Sie werden frei von Ängsten, Süchten und Zwängen, beginnen Jesus zu lieben und gehen in eine Ortsgemeinde. Nach bestandener Abschlussprüfung bekommt jede Frau ihre Maschine und Materialien mit nach Hause in ihr Dorf. Und 6 Monate nach dem ersten Nähkurs besuchten wir verschiedene Frauen und waren sehr berührt, als sie erzählten: Jetzt kann ich meinen Kindern Medikamente kaufen, wenn sie Malaria haben. Endlich kann ich meine Kinder zur Schule bringen und einmal die Woche Fleisch essen. Eine Frau kaufte 3 Ziegen, eine andere Hühner und eine Frau eine Kuh. Einige Frauen unterrichten schon andere im Nähen und geben weiter, was sie gelernt haben. Wir alle hatten Tränen in den Augen und wussten, das muss weitergehen. Lucy und Violet sind uns sehr ans Herz gewachsen. Violet hat sogar ihr eigenes Haus mit dem Erlös der Nähmaschinen gebaut. In dorthin gehen wir jetzt gemeinsam. Oft müssen wir das Auto stehen lassen, da die Wege im Busch zu schmal werden. Dort angekommen wartet schon die ganze Nachbarschaft, was die Leute von weit her zu sagen haben. Violet hat sich innerlich und äußerlich total verändert und ist jetzt eine lustige, fleißige Frau. Zuvor hing sie am Alkohol und Prostitution. Jetzt liebt sie Jesus, geht in eine Gemeinde und hilft tatkräftig in der Nähschule mit. Wir gehen weiter zu Lucy und auch dort warten schon wieder Leute auf uns. Auf dem Wochenmarkt später dann treffen wir sie und andere ehemalige Schülerinnen, die ihre Nähmaschine mit dem Fahrrad dorthin transportieren und dort ihre Arbeit tun. Und jetzt erzählt uns Lucy selber, wie die Nähmaschine ihr Leben verändert hat. The school has been helping me, starting in 2012 up to now. I was poor, digging money in people's garden. Die Nähschule hat mir in vieler Weise geholfen, seit 2012 bis jetzt. Ich war arm und habe auf Feldern von anderen hart arbeiten müssen. Aber jetzt bin ich selbstständig und ich kann kaufen, was immer ich möchte. Meine Kinder waren unterernährt und schwach und krank, aber jetzt wachsen sie. Meine Zwillinge, sie sind jetzt kräftig und gesund. Zuvor hing ich am Alkohol und kannte Gott nicht. Doch jetzt kenne ich ihn und bin verändert. Ich tue gute Dinge. Und die Leute können das auch sehen. Vor der Schule hatte ich viele Probleme, weil ich Gott nicht kannte.
Ich habe auch schlechte Dinge getan, Menschen missbraucht, war zornig und ärgerlich. Jetzt, wo ich spreche, bin ich verheiratet, habe meine Zwillinge, die Nähmaschine hat mir in vieler Weise geholfen. Um langfristig den Frauen eine gute Ausbildung zu ermöglichen, soll mit dem Erlös des diesjährigen Hungermarschs der Bau eines Ausbildungszentrums finanziert werden. Das Haus bekommt einen Gemeinschaftsraum, Toiletten, Innenausstattung, Maschinen und Materialien werden gekauft. Wir bedanken uns jetzt schon und laden euch alle ganz herzlich ein, mitzukommen nach Uganda. Denn Uganda ist eine Reise wert und es warten viele freundliche Leute auf euch. Thank you.